Das sei unter der Strafgesetzbuch. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken einen Menschen tötet. Das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. Egal, ob man nach dem Gesetz oder nach der Religion lebt, überall steht, dass man Leute nicht umbringen soll. Meine Frage lautet, wieso nicht? Es gibt so viele Gründe, warum man einen Menschen umbringen soll. Ich habe hier ein paar Leute, bei denen man per Gesetz das Recht dazu haben sollte, sie auf der Stelle zu erschießen. Keine Probleme, kein Prozess, keine Fragen. Man sollte sie einfach erschießen dürfen. Schreiende Babys, egal wo man ist, im Flugzeug, im Supermarkt, auf der Straße, wo ihnen sicher. Schreiende Babys sind einfach überall. Jeder, der so einem Ding begegnet, rollt automatisch mit den Augen und sucht verzweifelt passendes Werkzeug für eine postnatale Abtreibung. Aber laut Verfassung sind Babys anscheinend kleine Menschen. Und wenn man Menschen umbringt, egal wie klein sie sind, verstößt das gegen das Gesetz. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Babygeschrei, Kindergeheule und jede andere Form von auditiver Beeinträchtigung meiner inneren Ruhe nur der verzweifelte Wunsch.